Alles klar, wir kommen bei einem neuen Part Team Fortress 2. Dieses Mal ohne Balzor. Und heute machen wir ein kleines Frachtrennen-Match. Unser Ziel ist es quasi, ja, diese Fracht hier vor der blauen Fracht ans Ziel zu bringen. Das Problem ist aber, dass mein Sound, glaube ich, ein bisschen zu laut ist. Moment. Audio. Na, ja, passt eigentlich. Achso, ich bin Team Rot, okay. Gut, wir müssen verhindern, dass die blaue Fracht zu dem Kontrollpunkt hinkommt, an dem das hin soll von den Gegnern. Und ich glaube, ich hänge ein bisschen, kann das sein? Weil ich komme mir gerade so gut vor. What the fuck, ich komme mir so gut vor! Geil! Yeah, I'm the king on the world, sag ich mal. Komm, bin ich drin, geht's hier schon ab. War ja im letzten Part nicht so. Ich glaube, ich habe so einen hohen Ping, kann das sein. Deswegen treffen die mich, glaube ich, nicht. Vermute ich jetzt mal. Aha, du willst mich von hinten angreifen, was? Tja, Pech gehabt. Ah, ich greife euch jetzt einfach alle an. Oh, ich bin so gut. Und mein Ping ist nicht hoch. Seht ihr? Ich benutze auch keine Cheats oder so. Na komm, lassen wir mal hier ein bisschen durch. Okay, jetzt haben sie mich endlich. Tötungshelfer-Rekord gehalten. Yippie. Das ist gut. Und darauf trinke ich jetzt mal einen Schluck. Moment. Ach ja, übrigens. Ich spiele wieder auf einem scheiß Premium-Server. Irgendwie erwische ich den immer zufälligerweise. Naja. So, Moment. Okay, jetzt. Oh, wir haben 4 Pyros. Das ist natürlich sehr ausgeglichen, was die. Jetzt haben wir sogar 5, super. Da wechsle ich, glaube ich, besser und mache wieder einen auf Nahkampf. Fritz. Gut, wo seid ihr denn? Hallo, hallo. Heavy könnte aber auch ein Spy sein. Man weiß ja nie, in Team Fortress 2 ist alles unberechenbar. Da kann jeder dein Feind sein. Selbst ich kann mein eigener Feind sein. Ich glaube, den Witz habe ich schon einmal gehalten. Habe ich den erwischt? Ja, ich habe den erwischt, aber dafür brenne ich jetzt auch, verdammt. Ha, habt ihr noch erwischt? Kann man die eigentlich zurück? Nein. Bei manchen Frachten ist es so, dass man die zurückschieben kann. Aber ich glaube, das geht nur bei bestimmten Stellen. Hier zum Beispiel geht das gar nicht. Und dieser Spider möchte mich erledigen. Bäm! Ihr seht, der Kevin, der geht richtig, richtig ab. So stelle ich es mir vor. Warum nicht jeder Part so geil? Meine Güte. Entweder kämpfe ich nur gegen Noobs oder ich bin zu... Verdammt! Jetzt habe ich mein Spiel versehentlich... Disconnected. Ich bin auf den nächsten Bildschirmrand gegangen und da ist mein zweiter Bildschirm und immer wenn ich darauf klicke, dann komme ich zurück zum Desktop. Deswegen mal ganz kurz diese kleine Break gerade eben. Mitten im Kampf natürlich, aber ich habe trotzdem überlebt. Super. Entweder, ja, ich glaube, das sind alles Noobs, kann es sein. Ja gut, Premium Noobs, genau. Das sind Noobs, die auf Premium Server zocken, weil sie so schlecht sind, vermute ich mal. Und ich gehöre dazu. Nein, doch. Ach, egal. Aber Premium Server haben auch seine Vorteile. Da kann man die leicht ab... Blackbox! Leicht abzocken. Ja, der Heavy... Quatsch. Der Soldier hält mir seine Blackbox ins Gesicht, um mich zu verspotten. Guck mal, Kevin, da ist eine Blackbox. Yippie! Okay, gut. Ich habe ein Event übrigens gestartet auf Steam. Ich warte gerade darauf, dass ein paar reingehen. Momentan ist 0 Freunde online. Aha, alle Freunde, Moment. Keine ist online. Oh. Ja, killt mich ruhig, während ich AFK bin. Genau. Keine sind online. Oh, verdammt. Gruppen. Schauen wir mal. Eine ist im Spiel. Das bin wahrscheinlich ich, ne? Moment, ich muss hier mal ganz kurz was verwalten. Bin in einer Aufnahme. Wer will
kann gerne reinkommen. Smiley. So. Gut, weiter geht's. Selbst Balzer ist nicht online. Ich habe den vorhin mal ganz kurz online gesehen. Jetzt ist er nicht mehr online. Keine Ahnung warum. So, was steht da? Bacon wahrscheinlich. Und hier ist ein zwei. Der hat mich vorhin gekillt, wo ich AFK war. Hier, du AFK-Fritze. Der hat wahrscheinlich eine Steintour gehabt. Jede Wette. Und du? Was glaubst du, hä? Ach komm, soll das ein Witz sein? Mann, ich fühle mich hier wie ein Profi. Meine Güte, die können ja mal gar nichts. Nichts gegen euch, die jetzt spielen, aber ihr solltet noch ein bisschen üben, um gegen mich anzutreten. Verdammter Lag. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überheblich, ich weiß. Verdammt, ein FPS gerade. Hier ein langer Lag. Ich glaube, das Spiel denkt, der ist so gut, wir müssen das mal ein bisschen ausgleichen hier. Vielleicht soll ich Spy ein bisschen rumspielen, weil mit Spy, da bin ich ja nicht so der Beste. Damit das Ganze ein bisschen fairer abläuft. So, ich habe da gerade einen Spy gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich auch ganz kurz gesehen. Im Winkel habe ich hier einen Spy gesehen. Ich habe es genau gesehen. Mit seiner blauen Kutte und was weiß ich. Hey, geil, das. Oh, habt ihr das gesehen? Alter, wie gut bin ich? Oder die sind einfach nicht so gut. Meine Gegner zumindest. So, gleich haben wir es auch geschafft. Momentan sehe ich aber nicht, dass meine Kollegen die Fracht sich jetzt bewegen. Wahrscheinlich wollen sie das Ganze noch ein bisschen hinauszögern. Ah, komm, alles muss man selber machen. Hier, komm. Scheiße. Wahrscheinlich wartet der, bis jemand da drauf ist, auf diese Fracht. Dann schleicht er sich hinterhältig hin und dann messert ihn und dann geht er wieder zurück in sein Versteck. So glaube ich, dass er es macht. Ach, übrigens, hier wieder, ne? Besucht www.sensk.com für die noobigsten Mitspieler, falls ihr Bock drauf habt, gegen Luschen anzutreten. Schaut mich an, ich bin jetzt da gerade mal 10 Minuten on. Und hab mich schon bis zum 5. Platz hier vorgearbeitet. Also, ne, Saints ist wirklich ein Server für Leute, die ein bisschen abrushen wollen, sag ich mal. Falls ihr so gut seid wie ich. Oder sogar besser. Oder für Leute, die nicht so gut sind. Damit sie gegen Leute, die so gut sind wie ich, abstänkern können. Du denkst wohl, du kannst mich austricksen, was? Huch! Na warte du! Ah, das bockt sich so sehr! Jetzt habe ich mal Spaß in diesem Spiel! Der tut mir richtig leid, der Medic. Der Engie, verdammt, was rede ich hier für einen Scheiß? Ich schlachte sie alle ab mit meinem Schwert. Ich hab's auf Aufnahme. Auf Aufnahme? Sag man das so? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Bam, ich gehe ab wie ein Schnitzel. Ich mag Schnitzel. Mögt ihr Schnitzel? Reden wir mal über Schnitzel. Ah, ich mag Schnitzel. Stelle ich mir jeden Freitag immer, wenn ich beim Schach bin. Ja, der Kevin spielt Schach. Das ist für die, die es nicht wussten. So, ich wette, ich habe in dieser Runde am meisten Punkte gemacht. Oder vielleicht auch nicht, weil das Spiel vielleicht noch ein bisschen länger geht. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich jetzt einer der besten war, ohne jetzt angeben zu wollen. Und die campen am Spawn, das ist sehr sozial von denen. Autsch, was soll das denn jetzt? Der hat auf mich geschossen. Du warst es? Warst du das? Ah, danke, FBNG2. Ach, jetzt wollen sie noch ein bisschen erneuern. Hey, guck mal! Ah, okay, das Spiel ging wahrscheinlich länger, bis der Profi Kevin reingekommen ist und alle abgeschlachtet hat. Ja, ich weiß, ich bin so ein Angeber. Ich glaube, jetzt wechsle ich sogar die Waffe, und zwar zu einem Heavy. Warum läuft der Heavy so schnell? Premium-Server. Ich liebe Premium-Server. Schaut mir, wie schnell der Heavy läuft. Ich
das fühlt sich an, als hätte der gleich 100 Kilo abgenommen. Also, ne, hier spielen wir jetzt mal mit einem abgenommenen Heavy, der ja sich mal dazu entschlossen hat, ein paar Kilos abzunehmen, nicht wahr, Jellyfish? Nicht wahr, du Scout da hinten irgendwie? Ich habe da gerade was gesehen. Oh, der ist bereits tot. Nein, das war ein Scout. Das ist hier ein NG. Ich habe da gerade einen Scout gesehen. Moment, ich laufe jetzt mal weiter. Ich sollte auf Spice aufpassen. Ich bin nämlich eine leichte Beute für Spice als Heavy. Gut, hier ist der Punkt, wo die Gegner die Fracht hinstellen müssen. Wo kam denn der jetzt daher? Yippie! 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 Warum sag ich Yippie? Alter! Alter! Wow! Respekt! Naja, ich bin aber auch... Oh, Vorsicht, Optimus! Ich hab ihn gewarnt! Und jetzt tanzt sich als Optimus das bei und tötet einen weiteren. Sehr schön. Mann, der muckst hier alle ab. Wir haben zwei Pyos, aber die scheinen nicht so besonders aufmerksam gerade zu sein. Naja, ich nehme jetzt mal Scout. Mit Scout bin ich auch nicht so wirklich gut. Huch! Und meine Maus hat sich gerade verkrampft. Ich sollte hier vielleicht... Ja, es ist eine Flasche umgefallen, das ist super. Und ein Zweier rennt mir vor meiner Nase, genau. So, jetzt springe ich mal aufs Fenster. Super. Der wird sich was gedacht haben. Hä, warum springt er aus dem Fenster? Ist er bescheuert? Na komm, mess mit mir einmal. Ach ja, übrigens, besucht. Nein. Ich sollte aufhören, jetzt da zum Spaß diese Schleichwirkung zu machen. Vielleicht werde ich das ja im Video vielleicht irgendwie zensieren oder so. Also wenn es mich anfängt zu nerven, werde ich das machen. Oder wenn es anfängt euch zu nerven, schreibt es einfach als Kommentar. Falls es euch nervt, dann werde ich das zensieren, sag ich mal. Alter, ich bin von Spice umjingelt, ja. Ich bin ein Zingel. Ich bin deswegen von Spice umjingelt. Oh, oh Mann. Es gibt ja auch das Lied Jingle Bells. Kennst du das? Das singt man häufig zu Weihnachten. Meine Güte, könntest du überhaupt was? Ich messe euch im Alleingang, K.O. Ach verdammt, das war ich ganz kurz stehen geblieben. Naja. Aber ich habe euch abgemurkst. Ich glaube, ich sollte vielleicht als Demo-Man so bleiben. Das wäre ganz geil. Ganz geil, sagt man das heutzutage? Also, ne, ganz geil. Also gut, dann tue ich jetzt nochmal total ganz geil. Jetzt mit dem ganz geil, das klingt so pervers. Jetzt fällt mir so gerade auf. Egal. Warum rede ich jetzt eigentlich so schnell? Ah, verdammt! Was hat denn der für eine Waffe? Die kenne ich gar nicht. Coole Waffe! Ich will auch so eine Aura. Ich werde euch abmurksen und ihr könnt nichts dagegen machen. Verdammter Ball! Boah, die vor mir haben alle 100 Punkte. Aber die sind ja wahrscheinlich auch schon länger in diesem Server aktiv. Ich glaube, die spielen schon wahrscheinlich so eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch länger. Deswegen haben die so viele Punkte. So mehrere Punkte wollte ich sagen, ja. Ich geb's zu. Das Wetter, das sieht nicht gerade so besonders frisch aus. Ich glaube, ich werde mir eine Erkältung holen, aber egal. Hä? Achso, ihr müsst es da hoch. Ja, seht ihr da auf dem ganz unten, da seht ihr ja solche Pfeile da. Genau, das ist jetzt so ein Punkt, da kann der Gegner die Fracht zurücksetzen. Aber wenn so oben ist, dann kann es ihn nicht mehr zurücksetzen. Dann, und ich habe da gerade irgendwie in einer Textur oder sowas gehangen. Ah, jetzt hat er sich selber Schaden zugefügt. Verdammt. Warum rede ich so geschwollen? Heil mich mal schnell bitte. Wäre ganz nett. Ha, der hat sich vor mir aufgelöst. Sowas. Aua, was war denn das denn jetzt? Auf die Schnauze. Jetzt denken sie wahrscheinlich alle, dass ich cheate oder so. Ich wette, einer hat es bis jetzt schon geschrieben im Chat. Ich glaube, ich schaue es mir nach der Aufnahme an. Wenn es einer schreibt, dann hat er keine Ahnung, was gut ist. Tippe Admin Ground, um einen Admin zu rufen. Ich werde das werden sie auch gleich machen, wenn ich weiterhin so
rücksichtslos alle abschlachte, weil sie denken, dass ich dann so gut bin. So schlecht, weil ich dann, ja, so schlecht ist gut, wenn man ein Cheater ist, ist man gleichzeitig auch schlecht. Naja, gut. Aber bei Premium-Server ist es ja auch manchmal so, dass man was kaufen muss, um einen Vorteil zu erlangen. Und ich glaube, so ein Server ist es, glaube ich, nicht. Im Gegenteil, ich glaube, man kriegt eher da. Ich glaube, dann ist es eher so, dass man, ja, dass man gleichgestellt wird. Man hat es ja vorhin gesehen, da war der Heavy genauso schnell wie die anderen Klassen. Das heißt, würde aber auch heißen, dass der Scout, glaube ich, ein bisschen langsamer wäre. Ich glaube, ich schaue mir den Scout dann nachher mal an. Und wieder eingekillt. Ich fühle mich hier wie in Skyrim. Ich schlachte alle mit meinem Messer ab. Will der einen Zweikampf? Kann er gerne haben. Nee. Wo kommt der denn jetzt her? Nein, der hat mich gerecht. Ey, der hat sich... egal. Er hat halt Rache an mir genommen. Verdammt. Gut, und irgendwie wurde ich jetzt ins Team geswitcht. Ich liebe es, wenn ich ins Team geswitcht werde. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es dämlich vom Spiel, dass man geswitcht wird. Natürlich, Autobalance und so weiter. Ja, ja, red durch weiter. Angenommen, man strengt sich super an für dieses Team und dann wird man einfach so geswitcht und ja, dann ist es nicht mehr so cool. So, wir haben noch eine Viertelstunde Halbzeit für diesen Part. Ja, der Heavy stimmt mir da völlig zu. Ich habe jetzt irgendwie Angst vor Spice irgendwie, aber nur irgendwie. Ich rette dich! Bleib einfach so stehen! Oder auch nicht, der hat sich schon selber gerettet. Huch! Achso, das ist das Feuer, was mir da gerade Schaden zufügt. Hey, der hat auch einen Kuhmetzler. Verdammt! Achso, der hat seine mit einer Farbe markiert, deswegen ist, glaube ich, die Schrift lila. Ich trinke mal wieder ein Schlückchen, Moment. Okay. Gut. Ich schmeiße mal mit ein bisschen Pisse rum, den habe ich bereits erwischt, das ist gut. Was zum Spy? Alles gut. Weil es meine Kollegen nicht schaffen, die Spice zu erledigen, oder beziehungsweise der andere Pyro. Oder mein Team insgesamt, weil sie ja so wenig Pyros haben, wechsle ich und erledige die Arbeit für den Pyro, um die ganzen Spice jetzt zu erledigen, weil die nerven einfach. Habe ich eine Wist? Erwisst? Ich habe eine Wist. Genau, immer wenn ich einen sagen soll, sage ich zum Beispiel Stinktier. Klingt doch total bescheuert, oder? Oh verdammt, keine Moni mehr, keine Moni mehr, keine Moni mehr. Ich habe meine Size Moni nicht mehr. Hey, das klingt lustig. Vielleicht soll ich so häufiger reden. Naja. Wo laufe ich jetzt eigentlich rum? Ich kenne die Map nicht. Aha! Bestimmt Scheintodu. Ich habe den gesagt gesehen. Da brennt er. Seht ihr, da brennt er. Aha, jetzt wollte sie von hinten ranschleichen. Na, so geht es nicht, mein Freund. Ah nee, das ist ein anderer. Oh, das ist ein richtiger Pyro. Verdammt! Oh, jetzt haben wir 5 Pyro, genau. Ich glaube, die nehmen immer die Klasse, die ich nehme. Fällt mir irgendwie so auf. Okay, dann nehme ich jetzt einmal den Demo mit seinem Schwert. Das hat ja heute schon häufig geklappt. Oh, ich bin wieder im roten Team. Switch, Auto-Switch. Autoswitch, die können wir nicht mehr zurückstellen. Nein, die ist bereits runtergefallen. Gut, wo ist unsere? Die ist da drüben. Bist du ein Spy? Nein, ist er nicht. Gut, der unterstützt mich nur. Na, jetzt aber! Ah! Was zum? Wo? Heavy, ich hab's genau gesehen. Heavy-Schüsse. Nein! Oh! Ich stürme auf den zu, der schießt mir direkt ins Gesicht. Black Devil. Alles gut. Skiller. So heißt doch ein Beatboxer, oder? Ja, was hat denn der für eine Rüstung? Gefällt mir.
Er hat sich bestimmt irgendein Spiel gekauft, damit er so eine Rüstung bekommt. Ich will auch so eine. Gut, ja, den haben wir total menschlich überredet, da wegzugehen. Und den ebenfalls. Ich werde euch alle köpfen. Ich habe da gerade was Unsichtbares gesehen. Ihr habt es gesehen. Was Unsichtbares, was Unsichtbares, was Unsichtbares. Was ist das? Das ist was Unsichtbares. Verdammt, nein! Jetzt werde ich sterben. Ich werde sterben. Aber zuvor nehme ich den noch mit. Okay, jetzt werden wir dominiert von Black Devil. Der hat uns ja schon vorhin mehrmals gekillt. Was mir nur einmal aufgefallen ist, aber ist ja nicht so wichtig. Gut, Optimus hat uns überholt. Gut, ich würde vorschlagen, wir spielen noch diese Runde fertig und dann beende ich den Part. Auch schon. Also ich kann euch nur darauf hinweisen, wenn ihr wirklich, wenn ihr mit mir spielen wollt, im Team oder gegeneinander, dann tretet der Steam-Gruppe bei. Link in der Beschreibung oder auf meinem Kanal. Damit wir nicht mehr so wenig sind, weil momentan spiele ich hier gerade alleine. Forever alone, die anderen sind nicht da. Vorhin war der hier online, aber dann ist er offline gegangen vor 10 Minuten. Bald so vor 3 Tagen. Vorhin habe ich gesagt, er war vorhin kurz online. Ah, habe ich mir mal eingebildet. Oder ich habe es mit dem hier verwechselt. Egal. Hallöchen. Der springt aber fröhlich herum. Er hat wohl gerade eine Droge oder sowas genommen. Ne, Freundlichkeitsdroge oder so und Scheiß. What the fuck? What the f... Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Boah, jetzt habe ich gerade ins Mic gebrüllt. Sorry, Leute. So, was ist hier? Gegnerische Fracht. Wo ist unsere Fracht? Die ist da drüben. Und springen wir aus dem Fenster. Ich hoffe, da ist kein Spy. Alter, wie ich mich an denen vorbeischleiche, ist unglaublich. Nein! Oh, shit. Was? Die habe ich gar nicht. Das ist Battlers Bazooka. Voll gerückt halten, um bis zu 3 Raketen zu laden. Feuer loslassen, um die Ladung abzufeuern. Plus 3 Grad zufällige Projektilablenkung. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Könnt ihr mir ja gerne erklären. Überladung der Kammer verursacht einen Fehlschuss. Kann keine Emotionen von Dispensern aufnehmen, das ist schlecht. Ja, aber ich glaube, ich nehme sie mal. Und schaue sie mir mal an, die Waffe. Ich glaube, ich wechsle zu C. Raketenspringer-Ausrüstung, okay. Ja gut, dann nehme ich D, da habe ich eh noch einen Slot frei. Und zwar das Wetters Bazooka. Dann noch, nehme ich mal die hier, keine Ahnung, und Pain Train wechsle ich auch zu Luftangriff. Ach so, Freiheitsstab, genau, Freiheitsstab. So, jetzt wechsle ich die Klasse und zwar zack. So, jetzt schaue ich mir die Waffe mal an. Ah ja, die kann man 3-mal aufladen und die schießt 3-mal, okay. Gar nicht mal so. Alles klar, die Waffe sieht sehr geil aus. Aber man muss ja, man muss sofort schießen, nachdem die Waffe nachgeladen ist, das heißt, man musste immer im Kampf nachladen, das ist nicht so cool. Dafür schießt sie halt 3 Schüsse. Naja, ob das vorteilhaft ist, kann man sich streiten. Vielleicht wenn mehrere Feinde, so wie jetzt zum Beispiel, verdammt, da sind, dann wäre die Waffe gar nicht mal so uncool. Also ich würde sagen, diese Waffe ist empfehlenswert, wenn man gegen mehrere Gegner antritt, zum Beispiel bei Angriff und Verteidigung. Als Verteidiger kann man die da gut benutzen. Und ja, hier ein kleiner Leck. Was ist das? Eine Waage. Ich stelle mich mal drauf. 120 Kilo. Ah, okay. Ah. Gut, ich glaube, ich schieße jetzt einfach mal auf Glück irgendwo hin. Huch, Spy! Nein, verpiss dich! Ich habe eine Spyophobie. Geh weg! Alter, der ist voll fixiert auf mich. Hat er nichts Besseres zu tun? Hat der keine Freunde oder so? Kann er nicht jemand anderen umbringen?
Komm, schieb mal die Ladung hier mal ein bisschen weg. Ja, danke, Medic, für die Heilung. Huch, ich habe da gerade jemanden schreien hören. Yeah, ich habe meinen ersten Kill mit dieser Waffe. Sehr cool. Oh Gott, Steam, Moment. Nein! Ah, der hat uns... Oh Gott. Ja, schaut mal, wie frech der grinst. Screenshot. Oh, gleich zwei Screenshots. Na, das ist super. Oder war das nur einer? Ach, egal. Keine Ahnung. So, gut. Ja, jetzt haben wir auch schon die Zeit überschritten. Aber ich glaube, ich spiele die noch fertig. So lange geht es, glaube ich, eh nicht mehr. Und dann sehen wir uns im, ja, im nächsten Part wieder. Ich glaube, das, der nächste Part wird auch gleichzeitig der letzte Part vorübergehend sein. Mal schauen, also ich habe geplant, dass wir so bis zu Part 20 kommen, bevor ich in die große Let's Play Pause gehe. Die ein Jahr lang dauern wird. Alter! Na komm, einen will ich noch mitnehmen. Einen will ich mitnehmen. Oh, jetzt klauen die mir meinen Job. Hä? Was war das denn? Hä? Ey, das muss ich mir später in der Aufnahme anschauen, was passiert ist. Naja, also, der nächste Part, ne, der letzte Part, glaube ich. Mal schauen, also ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss noch Minecraft Part 100 fertig machen. Dauert 100 Minuten, insgesamt der 100. Part 100 Minuten, ne? Versteht sich von selber. Dann muss ich noch ein paar Follow-Parts machen, damit ihr einen Vorrat habt. Während der Let's Play-Pause. Und dann noch ein 250-Abo-Special. Was wir da spielen, weiß ich noch nicht. Und dann muss ich noch ein Abschiedsvideo machen, also. Und das innerhalb von einer Woche knapp. Hast du nichts Besseres zu tun? Na komm, du hast so einen Partyhut. Ich will auch... Warum hast du mich nicht zu deiner Party eingeladen? Lad mich zu deiner Party ein! Bitte! Oh. Das war dafür, dass du mich nicht eingeladen hast. Huch! Er bietet sich mir förmlich an. Aber er hat mich gekillt. Also gut. Hallo, da ist doch Scrim. Scrim. Scrim ist doch so ein Volk bei Command and Conquer, nicht wahr? So ein Alien-Volk. Huch! Blue Scrim hat über 500 Bonuspunkte erreicht. Yippie. Das interessiert mich gar nicht. Was soll das? Ich hab dich erwischt! Ich hab dich nicht erwischt, das war mein Kollege. Huch! Ist der doch noch irgendwo, habe ich das Gefühl. Da ist er! Nein! Verdammt! Er hat mich in der Falle gestellt, dieser Fiesling. Also gut, dann mache ich mal wieder. Ich habe Bock auf... Nö, auf Sentry-Werfer. Mann, vorhin war ich aber besser. Jetzt bin ich irgendwie... Naja, vorhin war ich einfach nur gut drauf, kann ich sagen. Jetzt ist es nicht mehr so. Und was war das denn jetzt? Ich bin so gemein. Hey Leute, ihr seid scheiße. Wo seid ihr denn? Wo? Oh. Leute. Ah. Hä? Huch. Nein. Oh, noch ein Spy. Verdammt, hier sind überall Spies. Hilfe. Ich bin ein so kleiner, scheiße, ich lege. Ich bin so ein kleiner Engineer, der nichts machen kann gegen die Übermacht von Spies. Verdammt. Alter, was ist denn das? Noch ein Spy. Gleich Spy, ich feuer. Oh. Nein. Ja, immerhin einer, der über meinen schlechten Witz lacht. Was nehme ich denn jetzt? Was haben wir denn noch nicht? Soll ich selber Spy machen? Nee, Spy habe ich nicht so Lust. Ich bin ja so ein Noob-Spy. Ach komm, nehme ich mal einen Noob-Spy, was soll's. Also hier für die Hater wieder, ne? Halt nein, nicht das. Ich habe jetzt das Scout genommen. Genau, so ist es gut. Ja, wir sind die besten Freunde, wir und er. Ja. Spy kills Spy. Er hätte jetzt das Achievement gegen Spionage bekommen.
Hatte aber schon was. Warum rede ich jetzt da so geschwollen? Ich rede so geschwollen. Boah, jetzt sind wir die Fettbesten. Einer hat wahrscheinlich gelieft oder so, oder mehrere. Oder einer wurde geswitcht, könnte auch sein. Gut, noch 9 Minuten, dann ist der Part vorbei, voraussichtlich. Was soll das? Hä, was soll das? Glaubst du, du kannst mich hier einfach... Ach, ich hab gewusst, dass da sowas machen wird. Immerhin konnte ich ihn ein bisschen anpissen. So, er hat mich jetzt voll angepisst, oder ich ihn. Naja, wir haben so viele, die Gegner haben so viele Spione, fällt mir jetzt auf. Lauter Spione, ich höre ständig Spion, Spion, Spion. Und wenn ich spiele, sehe ich lauter Spione. Da wäre es klug, als Pyro ein bisschen dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele Spione da sind, ne? Ein bisschen Spy-Checking machen. Gut, bei Spy-Check ist es wichtig, immer A gedrückt zu halten und mit etwas Glück, wie jetzt zum Beispiel, erwischt man sogar einen. Alter, jetzt habe ich keine Munition mehr, ausgerechnet im Kampf. Genau, genau. Ich bin auf deiner Seite, siehst du? Aber der nicht. Hey Leute, wollt ihr meine Axt sehen? Die ist voll cool, die ist aus Vulkanglas oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Huch, da war gerade wieder das Ball und ich habe mein Ding nicht aufgeladen. Oder habe ich? Nein. Ich brauche Moni. Habe ich Moni? Jetzt habe ich Moni. Yippie. Und schon sofort einen Spy erwischt. Auf frischer Tat. Oh, keine Moni mehr. Verdammt, wir brauchen einen Dispenser oder sowas. Aber da sind ja überall Spies, die die Dispenser dann zu zappen versuchen. Oh, hier haben wieder ein bisschen Moni. Sehr gut. Oh Mann, ihr hört wahrscheinlich meine Maus. Ich habe gerade keinen Mauspad gerade. Ich sollte mir vielleicht eins holen. Bei Gelegenheit. Ah, einen erwischt. Sehr schön. Und da läuft er, da läuft er. Seht ihr, wie er läuft? Er rennt um sein Leben. Verdammt. Schon wieder keine Moni mehr. Ah, das kotzt mich an. Habe ich jetzt Moni? Ja, ich habe wieder Moni. Yippie. Aber immerhin kann ich denen ein bisschen Angst machen, indem ich sie jetzt ein bisschen ankokele. Und hier ist ein... Moment. Guten Tag. Ah, keine Moni mehr. Ah, und hier sind wahrscheinlich ein paar Spies, habe ich das Gefühl. Oder ist doch wahr? Du bist bestimmt ein Spy. Nicht wahr? Hast du Schaden bekommen? Nein. Hm. So, wo bin ich jetzt? Huch. Ah, wir haben gewonnen. Okay. Gut, dann war es auch schon für heute. Und dann sehen wir uns im letzten Part wieder. Vor der Let's Play Pause. Also bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute. Ich spiele, glaube ich, noch die Runde, bis ich sterbe. Und dann beende ich jetzt, wa? Alter, was ist denn das für eine? Die kenne ich gar nicht. Lalala. Spawn campen. Eigentlich wollte ich den Part jetzt beenden. Warum? Okay, er hat mir einen Headshot gegeben. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Ciao.